Funktionen der Bank. Till ist entsetzt. Gerade erst hat er 200 Euro zum Geburtstag bekommen und schon soll er sie wieder hergeben. All sein Geld soll auf die Bank. Till fragt sich, warum? Was soll das mit dem Sparen und der Bank? Sein Vater meint, das Geld wäre auf der Bank sicher und würde nach und nach mehr werden, einfach so. Wirklich einfach so? Ist das möglich? Aber schauen wir erst mal weiter. Anna wünscht sich ein Motorrad. Aber das Geld reicht gerade mal für die Klamotten. Deshalb will sich Anna Geld von der Bank leihen. Die Bank leiht ihr das Geld für 24 Monate bei einem effektiven Jahreszins von 5,9%. Das heißt, 24 Monate für eine jährliche Gebühr von 5,9%. Am Ende muss Anna für die 4.000 geliehenen Euro 4.485,95 € an die Bank zurückbezahlen. Und Anna bekommt das Motorrad. Tommy freut das besonders. Er möchte seinen Motorradladen vergrößern. Dafür benötigt er von der Bank einen hohen Kredit. Den bekommt Tommy aber nur, wenn die Bank sicher ist, dass die Investition sich lohnt und er genug Kunden hat, um den Kredit zurückzahlen zu können. Das hofft auch Edgar. Sein Arbeitsplatz hängt davon ab. Er arbeitet bei Tommy als Mechaniker. Edgar ist Tills Vater. Jetzt wird klar, auf der Bank vermehrt sich das Geld nicht einfach von selbst. Und es ist nicht selbstverständlich sicher. Banken haben vielmehr eine zentrale Rolle für die Funktion unserer Wirtschaftskreisläufe. Und nur bei einer funktionierenden Wirtschaft ist auch das Geld sicher. Banken sind die Mittler zwischen denjenigen, die sparen, und denjenigen, die investieren. Banken sammeln Gelder, die die Bankkunden für kürzere oder längere Zeit nicht benötigen, und stellen sie Bankkunden, die Geld nachfragen, zur Verfügung. In der Hoffnung, dass sie es mit Gewinn zurückzahlen. Zusammenfassung: Banken haben eine zentrale Rolle im Wirtschaftskreislauf. Banken sind Mittler zwischen Sparern und Investoren. Banken sammeln und verteilen Gelder. Thank you.